Hallo liebe Leute, folgend geht es um ein bemerkenswertes Interview von Maximilian Krah bei Auf 1. Jetzt folgen ein paar Ausschnitte, danach ein paar Worte dazu. Wut ist ein Gefühl, das man nicht haben soll. Es führt ja bekanntlich zur dunklen Seite der Macht und da wollen wir ja nicht hin. Also, aus woraus hat man mich denn ausgeschlossen? Es gibt ja keine Delegation, es gibt überhaupt gar keine Fraktion, sondern es gibt einen losen Zusammenschluss von fraktionslosen AfD-Mitgliedern im Europäischen Parlament und zu dem gehöre ich nicht dazu. Und zumindest kommuniziert wurde, dass ich nicht dazugehöre, weil man möchte gern in die alte ID-Fraktion zurück und rechnet sich bessere Chancen aus ohne mich. Nun, meine Meinung ist klar. Erstens, der Versuch, da wieder hereinzukommen, ist strategisch falsch. Und zweitens, selbst wenn man das anders sieht als ich, es gibt keine Chance, wieder hereinzukommen. Das heißt also, die Entscheidung, die da getroffen war, ist ein furchtbarer Bumerang für die Kollegen. Es ist ein Irrweg und insofern, ich glaube, wer da mitgestimmt hat, hat sich selbst keinen Gefallen getan. Ich stehe an der Seitenlinie, ich beobachte das traurige Spiel, aber ich kann nicht sagen, dass ich Wut habe. Das Erste ist, ich glaube, dass wir außenpolitisch als deutsche Rechte sowohl nach Ost wie nach West offen sein sollen. Die Welt der Zukunft wird globaler sein, der globale Süden wird wichtiger. Deutschland muss eine Vermittlungsrolle spielen. Das geht mit Meloni und Le Pen nicht. Das zweite große, ich bin der Meinung, dass die Zeit der Umverteilung vorbei ist und wir müssen wieder Wertschöpfung machen. Ich stehe also für einen marktwirtschaftlicheren Kurs. Und das dritte ist, ich stehe für einen selbstbewussten Kurs. Ich glaube nicht, dass die AfD nach Brüssel geschickt wird, um dann Kompromisse zu machen mit Franzosen und Italienern, sondern sie ist dazu da, um laut das durchzusetzen, was ihre Wähler erwarten, selbst wenn man dafür eben in einer kleineren Fraktion ist. Und das sind meine drei Punkte. Also multipolar statt transatlantisch, marktwirtschaftlich statt sozialistisch und weniger Kompromisse in den politischen Haltungen und dafür in Kauf nehmen, in einer eigenen, kleineren Fraktion zu sein. Und ich bin angetreten nicht für mich, ich bin angetreten für eine politische Idee. Ich stehe zu meiner politischen Idee und ich werde mich da nicht verbiegen, auch nicht für eine Frau Le Pen. Und insofern wird diese inhaltliche Auseinandersetzung wird weitergehen. Und ich bin zuversichtlich genug, die Zeit wird mir recht geben. Maximilian Krah, was genau ist am Montag passiert? Nun, es wurde festgestellt, dass jeder auf AfD-Ticket gewählte Abgeordnete selbstverständlich erstmal Mitglied dieser Gruppe der Fraktionslosen ist. Und dann stellte, das ist kein Geheimnis, dass der neu gewählte Abgeordnete Hans Neuhoff den Antrag, mich auszuschließen. Und dann kam es zu der Abstimmung, dass acht das unterstützt haben, vier dagegen waren und 30 enthalten haben. Es ist kein Zauberwerk, zurückzuverfolgen, wer wie abgestimmt hat. Das werde ich jetzt mit Rücksicht auf die geheime Wahl hier nicht tun. Ich stehe für eine politische Idee. Ich bin auch nicht bereit, die jetzt Frau Le Pen zu opfern. Es gibt da einen Dissens. Ich wünsche den Kollegen viel Erfolg dabei, ihre anderen Ideen umzusetzen. Ich halte es für strategisch falsch und ich halte es für unrealistisch. Und wir werden in 2, 3 Monaten sehen, dass ich recht habe. Und dann wird man die Diskussion neu führen können. Übrigens, es sind auch Vorwürfe, die auch in der Sitzung nicht gebracht wurden. Ja? Also offenbar versucht da jetzt jemand ganz verzweifelt, irgendwelche Gründchen nachzuholen, um diesen Irrsinn, den man da getan hat, dass man den Spitzenkandidaten der erfolgreichsten AfD-Kampagne seit Parteibestehen demontiert. Das will man jetzt irgendwie retten. Aber es bleibt dabei. Es ist das beste AfD-Ergebnis, das wir je getroffen haben. Es ist gerade bei den Jungwählern ein unfassbarer Erfolg. Und dann den Spitzenmann herauszukegeln, ist tatsächlich ein Akt erstaunlicher politischer Blindheit. Und daran ändern jetzt auch irgendwelche, völlig absurden Vorwürfe nicht. Man will da offenbar Nebel erzeugen. Wir haben 5 Jahre vor uns und nur weil da am ersten Tag aus meiner Sicht einiges schiefgelaufen ist, heißt das ja nicht, dass das jetzt 5 Jahre schieflaufen muss. Der Politiker ist jetzt endlich mal haftbar, weil er eben Druck kriegt. Er ist doch wunderbar. Das wollen wir doch. Und das will ich auch. Und von daher, also wir wollen das, wofür wir gemeinsam gekämpft und gestritten haben vor der Wahl, gemeinsam nach der Wahl umsetzen. Da brauchen wir den kühlen Kopf. Da brauchen wir auch Versöhnlichkeit. Da brauchen wir Brücken. Die werden wir jetzt bauen. Oder sagen wir eine Weiterentwicklung der AfD in Richtung Meloni und Le Pen? Ob das eine Weiterentwicklung ist, weiß ich nicht. Sollte es versucht werden, wäre ich dagegen. Nicht?
Und die Auseinandersetzung wird man führen müssen. Ich stehe nicht dafür zur Verfügung. Eine Partei, die sich anbiedert und die eine zweite CDU sein will, braucht man in Deutschland nicht, weil man ja bereits die erste CDU hat. Und insofern, wir sind eine Alternative, wir sind keine Variante. Und wir sind aufgefordert, dieses Versprechen an unsere Wähler, gerade an unsere jungen Wähler, auch einzulösen. Dafür stehe ich. Und ich habe Wahlkampf gemacht, um Menschen für eine Idee zu begeistern. Ich glaube, das habe ich geschafft. Und ich werde jetzt diese Idee nicht aufgeben, nur weil ich gewählt bin, sondern ich nehme meinen Wahlauftrag als Auftrag. Und insofern muss ich jetzt den Konflikt in Kauf nehmen, aber ich werde das immer sachlich tun. Ich werde es tun im Interesse der Einheit der Partei. Und von mir werden Sie keine Entgleisungen oder absurden Alleingänge hören, sondern ein überzeugtes, streitbares Einsetzen für das, was ich für richtig halte und wofür ich gewählt bin. Ich kann das nur noch mal wiederholen. Also ich meine, woraus hat man mich denn eigentlich ausgeschlossen? Das wäre anders, wenn diese 14 jetzt in die Idee zurückkämen. Aber das wird nicht passieren. Soweit wage ich mich aus dem Fenster. Und wir haben das in der ersten Legislaturperiode erlebt. Da war Frau von Storch Mitglied der EFDD-Fraktion von Nigel Farage. Und es war Markus Prezell Mitglied der ENF-Fraktion, was die heutige Idee ist. Das heißt also, eine Verpflichtung, fraktionslos zu sein, gibt es nicht. Und im Hinblick auch darauf, dass ich mein Abgeordnetenmandat wahrnehmen möchte, ist eine Fraktionsmitgliedschaft sehr sinnvoll. Also es ist sicherlich nicht mein Ziel, 5 Jahre fraktionslos zu bleiben. Und alles andere wird sich zeigen. Derzeit gibt es keine Fraktion, an der ich mich anschließen werde. Sollte es eine Fraktion geben, die mir ein Angebot macht, werde ich das prüfen. Denn als Fraktionsmitglied kann ich tatsächlich besser wirken als Nicht-Fraktionsmitglied. Was ich aber ausschließe, ist, wenn die Partei ganz offiziell Teil einer europäischen Parteienfamilie wird und da eine Fraktion besteht, dann werde ich da nicht den Einzelgänger spielen. Es ist klar, aber es ist nicht mein Ziel, jetzt dauerhaft fraktionslos zu bleiben. Dass der Start jetzt von Anfang an, wie ich finde, sehr unglücklich gelaufen ist, tut mir leid. Aber die AfD hat das richtige Programm und ich glaube, dass auch die Kollegen, es sind ja sehr viele neue Kollegen, sehr schnell in der Brüsseler Realität ankommen werden. Sie werden sehen, dass das, was Sie jetzt vielleicht noch glauben, dass es ein Zurück zu Frau Le Pen gibt, angesichts der Entwicklung, die wir gerade in Frankreich haben, nicht stattfinden wird. Und Sie werden auch, hoffe ich, sich überzeugen lassen, dass die politischen Ideen, für die wir gewählt wurden, es wert sind, sie auch in Brüssel zu vertreten und nicht falsche Kompromisse zu schließen. Ich denke, viele, mich eingeschlossen, haben Maximilian Krah bis vor kurzem gar nicht genau gekannt. Also wir konnten ihn jetzt nicht unterscheiden von anderen AfD-Abgeordneten. Bereits 2022 wurde Maximilian Krah dafür kritisiert, dass er den Le Pen-Mitbewerber Éric Zemmour unterstützt hat, statt Le Pen. Éric Zemmour zeichnet sich aus durch besonders harte Islamkritik, wohingegen Le Pen einen immer migrationsfreundlicheren Kurs verfolgt hat und sich den Positionen des Mainstreams angeglichen hat. Zudem ist bei Le Pen auffällig, dass sie deutschfeindlich eingestellt ist. Und es hat sich im Nachhinein gezeigt, dass sie skrupellos ist und ja, dass sie auf Mittel zurückgreift, die aus meiner Sicht unzulässig sind, die nicht gerade sind, die schäbig sind. Beispielsweise hat sie die AfD verraten, als das Korrektiv, als dieser Skandal über Korrektiv über die AfD hineingebrochen ist. Und sie hat sehr stark dazu beigetragen, dass für den deutschen Mainstream glaubwürdig war, dass die AfD hier Deportationen geplant hat. Le Pen wird als AfD Frankreichs angesehen. Und wenn jetzt Le Pen, das ist das gleiche wie früher bei Jörg Meuthen, wenn Jörg Meuthen gesagt hat, Teile der ostdeutschen AfD, sie sind unmöglich, dann ist das für den Mainstream sehr glaubwürdig. Also der Mainstream, das sind die Mehrzahl der Leute, die aus welchen Gründen auch immer keine alternativen Medien konsumieren und vielleicht nur mal kurz die Tagesschau gucken. Das soll jetzt gar nicht, das kann verschiedene Gründe haben. Viele beispielsweise sind sehr stark beschäftigt, haben Familie und haben andere Prioritäten. Und aus meiner Sicht ist es natürlich nicht gut, wenn man sich nicht interessiert, wenn man sich für Politik nicht interessiert. Es ist ein fehlendes Engagement, das schlecht ist, aber ob es uns passt oder nicht, die Mehrzahl der Leute in Deutschland, sie interessieren sich wenig für Politik
und sie schnappen das nur nebenbei auf und sie konzentrieren sich auf ihren Beruf oder auf ihre Familie. Das ist einfach Fakt und natürlich, YouTube gewinnt an Reichweite, aber trotzdem haben die Öffentlich-Rechtlichen und die großen Medien über alle möglichen Kanäle, vor allen Dingen, wenn die Leute es beiläufig im Radio aufschnappen, wenn sie irgendwo sind, dann hören sie das nebenbei im Radio oder wenn sie Fußball gucken, dann in der Pause kommen die Nachrichten oder sie lesen das kurz in der Zeitung. Der Großteil der Leute hängt an den Narrativen der großen Medien. Und wenn jetzt in den großen Medien steht, sozusagen die Schwesterpartei der AfD, Le Pen, sagt, das war also eine unzulässige Veranstaltung, wo Deportationen geplant wurden, dann verursacht das einen Schaden nicht nur für die Europawahl, sondern ist ein langfristiger großer Schaden für die AfD. Und das ist nicht zu verzeihen. Und aus meiner Sicht ist es ein Fehler, mit so einer Person in einer Fraktion, von so einer Person muss man sich ganz stark distanzieren. Und aus meiner Sicht, die richtige Reaktion der AfD wäre spätestens bei der Korrektivsache wäre gewesen, sich von Le Pen maximal zu distanzieren und sie als Heuchlerin zu bezeichnen und jeden Kontakt ja, zu beenden, weil es schädlich ist. Und vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass Le Pen deutschfeindlich ist. Also sie ist tatsächlich eine Nationalistin, wohingegen die AfD in Wahrheit, entgegen den Narrativen der großen Medien, eine europafreundliche, ausländerfreundliche, also eine Partei, wo die allergrößte Mehrheit, also mir ist überhaupt niemand bekannt, herzlich gegenüber den europäischen Nachbarn ihnen gegenüber aufgeschlossen ist. Und natürlich, sie nicht wollen, dass deutsches Geld verschwendet wird, aber auf keinen Fall Ressentiments geschürt werden. Wohingegen das bei Le Pen gegenüber Deutschland anders sein soll. Während Le Pen vor 2022 noch russlandfreundlich gewesen sein soll, hat sie ihre Position dahingehend stark verändert und ist sehr stark transatlantisch, wobei das ein verklärender Begriff ist. Aus meiner Sicht ist es ja ein US-Agentenstatus, anders kann man das nicht nennen. Also Transatlantiker sind Leute, die US-Geostrategie befördern, zulasten der europäischen Länder. Und dieser Politik hat sich Le Pen angeschlossen, das gleiche gilt für Meloni. Wenn sie sich feindlich gegenüber Russland verhalten, die Waffenlieferungen befürworten, dann ist das eine Politik, die sich gegen das eigene Land richtet. Damit bedienen sie die US-Geostrategie. Und aus meiner Sicht ist die Entwicklung von Le Pen und Meloni, es ist ein einziger Albtraum. Und man kann nur hoffen, dass die AfD nicht dieses Schicksal leidet. Aus meiner Sicht, das zeigt sich jetzt hier anhand der Russland-Politik, dass die Siege von Meloni, dass diese hohen Umfragewerte für Meloni und Le Pen, dass sie völlig wertlos sind. Und dass ein Verbleib in der ID-Fraktion es sich verbietet angesichts der AfD-Programmatik. Und aus meiner Sicht es schon ein Wahlbetrug ist, sich dieser Fraktion anzuschließen, wenn man das AfD-Programm ernst nimmt. Aus meiner Sicht hat Maximilian Krah 2022 weitsichtig bewiesen und diejenigen, die ihn dafür kritisiert haben, es hat sich gezeigt, dass sie Unrecht haben und dass sie nicht den Weitblick besitzen, dass sie kurzfristig an irgendwelche Gelder denken oder an eine positive Medienberichterstattung denken. Was war an dem Interview interessant? Maximilian Krah hat hier deutlich gemacht, dass er nicht gegen die USA ist, sondern dass er sich nach allen Seiten orientieren will. Also, dass er sich nach Süden, nach Osten, nach Westen, dass er überall hin versucht, gute Beziehungen aufzubauen. Und hier zeigt sich, wie aus meiner Sicht größenwahnsinnig oder totalitär viele Militärs im Hintergrund sind. Also die Leute jedenfalls, die großen Medien, die die Narrative steuern. Es ist klar beweisbar, dass die großen Medien ein Kartell bilden und die Narrative vertreten zugunsten der US-Geostrategie zulasten der europäischen Länder, also zulasten des Allgemeinwohls der Bevölkerung auf dem europäischen, auf dem eurasischen Kontinent. Was war auffällig seit 2022 oder vor allen Dingen seitdem Maximilian Krah Spitzenkandidat war? Es war auffällig, dass er über ihn maximal negativ berichtet wurde. Hässliche Fotos gezeigt wurden. Es war von Anfang an in den großen Medien ein aggressiver Tonfall gegenüber Maximilian Krah, wobei man aber zunächst nichts Handfestes hatte. Und wahrscheinlich hat man im Hintergrund dann fieberhaft versucht, irgendwelche Skandale auszugraben oder zu erzeugen. Und dann hat man diese China-Sache aus dem Ärmel gezogen. Und jetzt wurde das mit China gespielt, wobei Krah sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Es steht gegen ihn nichts an, sondern nur gegen seinen Mitarbeiter. Und es hat sich auch herausgestellt, dass der Mitarbeiter lange beim Verfassungsschutz tätig war.
und der Verfassungsschutz Bescheid gewusst hat über diesen Mitarbeiter und der Verfassungsschutz Maximilian Krah nicht gewarnt hat. Die AfD-Parteispitze hat ihn dann im April in Anführungszeichen aus der Schusslinie gezogen. Es ist entspricht nicht der Wahrheit, sondern er wurde nicht aus der Schusslinie genommen, sondern er wurde durch dieses Verhalten, dass er Auftrittsverbot bekommen hat, wurde er genau abgeschossen. Es war für Bistron und Krah und für die ganze AfD hochgradig schädlich. Weil die Medien, die großen Medien, haben es jetzt folgendermaßen dargestellt. Wir erinnern uns, die meisten Leute, sie fassen, sie schnappen nur die Narrative der großen Medien auf. Und die großen Medien haben es so dargestellt, es gibt einen Skandal um Maximilian Krah und Peter Bistron und die AfD-Spitze bejaht das, was dran ist, indem sie die beiden aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, das Verhalten der AfD-Spitze wurde als Beleg dafür genommen, dass Maximilian Krah und mit Peter Bistron was nicht stimmt. Und dadurch wurde dieses Narrativ durch die AfD-Spitze als Kronzeuge erst richtig stark gemacht. Wenn jetzt die AfD-Spitze nicht reagiert hätte, dann wäre der Skandal, in Anführungszeichen, hätte sich in Luft aufgelöst. Weil natürlich Maximilian Krah, sie hätten sagen können, es liegt gegen uns nichts vor, und die Parteispitze hätte auch sagen können, es liegt nichts vor. Und es wäre in den Medien nichts übrig geblieben zu sagen, ja gut, die Unschuldsvermutung gilt, es wird dann halt weiter untersucht. Oder es wird dann auch, die Bevölkerung weiß, es gilt die Unschuldsvermutung, sie hat überall zu gelten, es ist glaubhaft vermittelbar, dass es nicht einfach sein kann, dass einfach Rufmord begangen wird und nichts anderes war das. Und es ist auffällig, dass die Parteispitze immer den gleichen Fehler gemacht hat. Das hat angefangen bei Korrektiv, als dieser Behauptung, dass es eine schlechte Veranstaltung ist und dass die AfD sich falsch verhalten hat, wurde durch alles Weidel genährt, indem sie Roland Hartwig entlassen hat. Die Medien haben es dann so präsentiert und nur darauf kommt es an, weil 75% der Leute oder die allergrößte Mehrheit, sie fasst nur diese Narrative auf, die AfD hat einen Skandal, die AfD-Parteispitze hat reagiert deswegen. Und sozusagen wurde Roland Hartwig dafür bestraft, dass er auf dieser Veranstaltung war, wodurch klar ist, wodurch die AfD selbst als Kronzeuge herangezogen wird, dass die Veranstaltung unzulässig war, dass es eine Nazi-Veranstaltung war. Das wird als einfacher Beleg den Leuten präsentiert und die Leute haben das geglaubt und das hat sich auch in den Umfragen niedergeschlagen. Und es hat sich dauerhaft niedergeschlagen, dass es nicht reparabel war. Und ich bin sehr sicher, wäre Roland Hartwig nicht entlassen worden, hätte man nicht Peter Bistron und Maximilian Krah abgeschossen für nichts, die AfD hätte ein Ergebnis weit über 20% eingefahren. Weil sich nichts geändert hätte. Die Probleme wären genau die gleichen gewesen und gegen die AfD liegt nichts vor. Oder auch diese ganzen Behauptungen, sie hätten nicht verfangen. Genauso ist es mit dem Interview bei La Repubblica, wo Maximilian Krah SS-Verharmlosung vorgeworfen wurde. Auch dieser Vorwurf ist nicht haltbar. Wenn Leute diesen Rückschluss versuchen, hätte die AfD-Parteispitze im Gegenteil es sehr einfach gegen diese Leute verwenden können. Weil es einfach ein einfach erkennbarer Fehlschluss ist. Eine Selbstverständlichkeit, die Adenauer, die Staatsanwälte, die jeder festgestellt hat und die auch vollkommen logisch ist, weil sonst jeder bei der SS hätte eingesperrt werden müssen, nach dem Rechtsstaatprinzip, Verbrecher müssen verurteilt werden. Wenn jeder bei der SS ein Verbrecher ist, dann müssen alle verurteilt werden und müssen alle ins Gefängnis gehen. Das heißt, Maximilian Krah hätte erklären können, natürlich ist die SS schlimm, ich habe das jetzt nicht explizit erwähnt, aber selbstverständlich ist die SS eine denkbar schlimme Organisation. Es ist eigentlich das denkbar Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Von den Werten her die unterste Schublade, wie Millionen Zivilisten umgebracht wurden. Es ist in jeder Hinsicht ist die SS die unterste Schublade. Das hätte er ja dann nochmal nachreichen können. Es wäre gar kein Problem gewesen. Das gegen ihn vorher schon. Also man hat ja im April gesehen, wegen diesen China-Vorwürfen, wo sogar bekannt wurde, dass der Verfassungsschutz diesen Mann gedeckt hat. Die AfD-Spitze ihn trotzdem aus dem Verkehr gezogen hat. Das heißt, man hat gemerkt, dass aus irgendeinem Grund anscheinend es Transatlantiker oder man kann sagen US-Geostrategen schaffen, auf die AfD Einfluss zu nehmen und die Parteivorsitzenden zu Fehlentscheidungen zu bewegen. Und jetzt mag man denken, ja, wie dumm kann man denn sein, Tino Chrupalla, Alice Weidel und die ganzen anderen, wie dumm kann man denn sein, dass man sowas macht und der AfD so schadet? Sie schaden sich doch selbst. Es muss doch mittlerweile seit 2020 klar sein, wenn man Parteikollegen schützt,
dann lässt man zu, dass der Ruf der AfD ruiniert wird. Und wenn der Ruf der AfD ruiniert wird, dann sind sie selber, dann ist ja selber ihr Ruf ruiniert. Und dann wird das Wahlergebnis schlechter werden. Das ist doch eine, und vor allen Dingen ihre Glaubwürdigkeit leidet auch. Tino Chrupalla und alles weiter hätten wissen müssen, dass immer die Positionen entscheidend sind. Nicht Personen, sondern die Position. Die großen Medien werden nicht aufhören, die AfD schlecht zu machen, wenn sie mit ihren Positionen nicht einknicken. Und mit dem Personal kriegt man sozusagen nur den Fuß in die Tür. Und das ist der Trick, oder das ist eigentlich ein Schachzug, bei dem man nichts verlieren kann. Das heißt, sie versuchen jetzt erstmal starke Personen wie Maximilian Krah und Peter Büstron rauszukegeln, wegen ihren Positionen. Und jetzt erhoffen sich dann Alice Weidel und Tino Chrupalla, sie werden dann in die ID-Fraktion aufgenommen und die Berichterstattung wird besser. Die Berichterstattung wird aber nicht besser, sondern der Druck bleibt gleich hoch. Und jetzt ist die Hoffnung, jetzt hat man die starken Leute weggekegelt, diese ganzen Bundestagsabgeordneten, überhaupt diese ganzen Abgeordneten, sie sind untereinander Konkurrenten. Und natürlich wird dann auch an den niederen Instinkt appelliert, hier hast du einen guten Grund, Maximilian Krah abzuschießen. Weil er hat ja hier dieses La Repubblica-Interview gemacht, er hat den chinesischen Dissidenten. Hier hast du einen guten Grund, einen Konkurrenten loszuwerden. Du tust auch noch was Gutes. Das heißt, diese Berater, sie gehen sehr wahrscheinlich hin. Also wahrscheinlich Leute wie dieser Tom Rohrböck oder wer auch immer. Diese ganzen, die dubiosen Leute, die wahrscheinlich von irgendwelchen Geheimdiensten kommen. Oder es ist unklar, woher sie kommen. Aber man muss ja daran denken, diese Abgeordneten, sie sind hochgradig abhängig. Also gerade wenn sie jünger sind, da steht natürlich immer drauf, die AfD-Abgeordneten, sie sind in ihren Berufen, sie haben alle möglichen Qualifikationen. Aber trotzdem, wenn sie jung sind, aus dem Beruf raus sind, dann ist natürlich der Wiedereinstieg nicht so einfach. Und vor allen Dingen ist es natürlich immer eine Karriere. Also wenn man jetzt sich entscheidet, Abgeordneter zu werden, da hat man natürlich in dem angestammten Feld keine Karriere gemacht. Und da hat man Zeit verloren. Und natürlich ist man dann hinten dran bei denjenigen Leuten, die jetzt nach ihrem Studium oder die bei ihrem Beruf geblieben sind und die nicht diesen Umweg gemacht haben in die Politik. Deswegen natürlich die Leute dann in der Politik bleiben möchten und ja, natürlich dann da Karriere machen möchten. Und natürlich dann ist die Not groß und hat Konkurrenten und möchte wieder auf die Liste kommen. Und das Gefährliche ist, das kriegt die Außenwelt gar nicht mit, weil die AfD-Leute, die ganzen Parteimitglieder, wollen das natürlich auch nicht nach außen tragen, weil es einen schlechten Eindruck macht, wenn diese harten innerparteilichen Kämpfe an die Öffentlichkeit kommen, schade ist der AfD und das will niemand außen zugeben. Aus meiner Sicht ist es jetzt hier an diesem Beispiel klar erkennbar, dass da eine Parallelwelt existiert, dass da mit Schachzügen gedacht wird und gehandelt wird, von der die Öffentlichkeit gar nichts mitkriegt. Wo hinter den Kulissen darüber geredet wird, in irgendwelchen Hinterzimmern dann irgendwas ausgekungelt wird. Und natürlich, aus meiner Sicht, das ist natürlich nicht zufällig, Maximilian Krah nicht aufgenommen worden, sondern es war natürlich irgendwie abgesprochen. Also das ist meine feste Überzeugung und ja, also das ist, und sowas will ich nicht haben und sowas will keiner haben. Jedenfalls ist es für AfD-feindliche Kräfte in jedem Fall ein Gewinn, es zu versuchen, diesen innerparteilichen Konkurrenzkampf auszunutzen und zu versuchen, an die niederen Instinkte zu appellieren, Konkurrenten abzuräumen. Und man kann nur gewinnen. Also jetzt ist Maximilian Krah und Büstron, der Partei wurde langfristig im Mainstream ein riesiger Schaden zugefügt, der nicht einfach reparabel ist. Wofür es Jahre braucht. Das ist das gleiche wie 2020, wo der Flügel als rechtsextrem unmöglich geframed wurde. Genauso wurde jetzt die ganze Partei total blamiert, weil sie ja Maximilian Krah als Spitzenkandidaten aufgestellt hat. Und jetzt wurde der Spitzenkandidat und der zweite Listenplatz wurden aus der Öffentlichkeit gezogen, was natürlich im Öffentlichen, was die großen Medien so verkaufen oder was auch logischerweise bei den Leuten so überkommt, die AfD hat kein Personal, die ersten beiden Plätze, es sind Idioten, die man nicht der Öffentlichkeit präsentieren kann, die man zurückziehen muss. Und ich glaube, es wird vollkommen unterschätzt, es ist die Frage jedenfalls, wahrscheinlich bei vielen wird unterschätzt, wie groß der langfristige Image-Schaden für die AfD ist. Und besonders schlimm ist die Wirkung bei den Jugendlichen. Und aus meiner Sicht, es ist natürlich Maximilian Krah zu verdanken, dass so viele Jugendliche jetzt AfD gewählt haben. Und aus meiner Sicht zeigt sich bei dem Ganzen, dass den Parteivorsitzenden die Weitsicht fehlt. Also sie nur kurzfristig denken und sich beeinflussen lassen und sich zu solchen
wahnwitzigen Entscheidungen hinreißen lassen, den Spitzenkandidaten und Listenplatz 2 öffentlichkeitswirksam zu blamieren und aus dem Verkehr zu ziehen. Was eine völlig verrückte Entscheidung ist. Und es ist natürlich hochgradig verlogen zu sagen, man hat sie aus der Schusslinie genommen. Sondern im Gegenteil, sie wurden vernichtet. Also sie wurden in ihrer Integrität von einem Großteil der Bevölkerung vernichtet. Und natürlich dann sagt man, ja, es liegt ja eigentlich nichts vor. Und dann will man das den eigenen Mitgliedern, verkauft man das dann. Dass man sagt, ja, wir haben die halt einfach so aus dem Verkehr gezogen. Das ist aus meiner Sicht ein Trick, um die Mitglieder ruhig zu stellen. Das ist natürlich für Maximilian Krah und Peter Büstrom, dass es der maximale Schaden ist und dass sie nicht aus der Schusslinie sind. Die Strategie von Maximilian Krah wurde sogar bei Markus Lanz diskutiert. Also es wurde bei Markus Lanz anerkannt, was für eine Wirkung Maximilian Krah auf die Jugend hatte. Aus meiner Sicht, man kann nur hoffen, dass die Entscheidung repariert wird, soweit man sie reparieren kann. Man nicht in das Bündnis mit ID geht, sondern man versucht mit Bulgarien, wo eine sehr russlandfreundliche, vernünftige Partei ein Angebot gemacht hat, dass man mit solchen Parteien eine kleinere Fraktion bildet. Auf jeden Fall sich scharf abgrenzt von Meloni und Le Pen. Und am besten wäre es natürlich, Tino Chrupalla und Alice Weidel würden sich für die Fehlgriffe entschuldigen und es wenigstens öffentlich eingestehen, dass es Fehlentscheidungen waren und eine große Wende machen. Dass es alles falsch war und dass sie es öffentlich zugeben. Und aus meiner Sicht, ich würde ihnen dann auch verzeihen und würde sagen, okay, ihr habt jetzt einen Fehler gemacht, ihr habt gute Dinge gemacht und das war halt schlecht. Und jetzt habt ihr hier diesen Fehler eingestanden, dann könnt ihr weitermachen. Aber aus meiner Sicht, wenn sie diesen Fehler nicht eingestehen, wenn sie nicht versuchen, das zu reparieren, wenn sie weiter sich vor allen Dingen Le Pen anbieten, also denjenigen, also dieser Frau, die der AfD riesigen Schaden zugefügt hat, wobei wahrscheinlich viele in der AfD gar nicht erkennen, wie strategisch entscheidend und langfristig und groß dieser Schaden ist, den Le Pen der AfD zugefügt hat. Wenn man sich dem einem Peiniger anbietet, es ist einfach nur ekelerregend. Und wenn man diesen Fehler eingesteht und sagt, wir nehmen jetzt Abstand von Meloni und Le Pen, das würde schon einiges heilen können. Aber wenn sie das nicht machen und versuchen, das totzuschweigen oder auch den Umgang mit Maximilian Krah, was auch einzigartig ist in der Geschichte Deutschlands, in der Geschichte der Bundesrepublik, dass also die Spitzenkandidaten, die beiden ersten Listenplätze abgesägt werden, wenn sie das alles eingestehen, dass es falsch war, das könnte viel helfen. Aber aus meiner Sicht, wenn sie das nicht tun, auch wenn sie telegen sind, dann brauchen wir andere Vorsitzende. Und aus meiner Sicht, Maximilian Krah wäre ein guter Vorsitzender. Weil er den Weitblick und das Format hat. Er hat 2022 schon erkannt, dass es mit Le Pen nicht geht. Und er hat aus meiner Sicht er denkt nicht nur so kurzfristig. Also aus meiner Sicht, ja, diese Entscheidungen von Alice Weidel und Tino Chrupalla, das ist so getrieben kleingeistiges Handeln. Und das sind zu viele Fehler. Und es ist traurig. Ich würde wirklich am liebsten Tino Chrupalla und Alice Weidel feiern und sagen, ja, das war wieder alles toll, was sie gemacht haben. Aber hier geht es aus meiner Sicht nicht.